Haha! Moin, ihr Bagaluten. Alan Riggs American Nightmare und vielleicht die letzte Folge. Aber ich weiß es nicht. Wir sind im Autokino, aber schon irgendwie ganz woanders gestartet und ich war ein wenig irritiert. Und irgendwas passiert jetzt hier auch wieder. Nee, hä? Okay. Nochmal den. Sehr komisch. Wie kann man das eigentlich herausfinden? Gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, wie man das generell herausfinden kann? Vielleicht geht man runter? Ja, okay. Man müsste wahrscheinlich gucken bei diesem Einschaltkasten, wie das leuchtet genau. Warte mal. Gefällt mir nicht. Es ist alles komplett anders. Es gefällt mir... Oh. Nicht. Hier komme ich nicht lang. Ich muss hier... Oh. Tesla spulen lassen, grüßen. Na! Gott. Erholt er sich hiervon wieder? Ja. Wir warten mal kurz, gucken mal einmal kurz, wie was wir hier haben. Okay. Zur Hölle! Alter! Hallo! Junge! Was ist denn mit euch kaputt? Hätte ich da schneller reagiert, hätte ich einfach das Ding da wahrscheinlich irgendwie umlegen können. Einmal kurz warten. Da wollen wir nicht reinlaufen. So, oh, das ist schwierig, hier jetzt wirklich überall hinzugucken und das Radar zu beachten. Ich glaube, dann wähle ich das doch mal aus. Ne, und hier waren wir vorhin schon. Gehen wir jetzt hier lang? John Cena! Ist hier irgendwie was? Nee, ne? Hier ist auch nicht. Ey, es irritiert mich gerade. Es irritiert mich wirklich. Hier wird sowieso wieder was spawnen. Okay, das Dunkelheit ist hier raus. You're never getting out of this wake. Never! Don't worry! I'll take care of your wife and your life. Nein. Ja, habe ich auch gedacht. Oh Gott. Was habt ihr denn jetzt schon wieder für einen Auftrag? Und einen kriegt er. Und wo trifft er? Oh Gott. Alter, das wird echt immer mehr Actionspiel hier. Alter, aber war's das schon? Easy! Easy! Ja, dann würde ich mal sagen, ihr habt ein bisschen hart verkackt. Weil ihr es halt nicht geschafft habt. Aber ihr spawnt doch gleich sowieso wieder irgendwas, was mir das Leben versauen will. Ich kenne euch doch. Ihr Spacken. Bin ich irgendwas mit 75? Ja, ich meine, hier war irgendwann mal was mit 75. Weiß das gar nicht mehr. War das hier oder war das an der Sternwarte? Weil, vor allen Dingen, ich finde es halt echt ganz komisch, dass wir irgendwie ganz woanders gerade gespawnt sind als wie sonst. Okay, vielleicht haben wir quasi mit der Nachricht, dass wir jetzt diese ganze Mitteilung, diese ganze Kommunikation irgendwie haben. Also quasi die ganze Nachricht abhören konnten und alle Daten auslesen konnten. Nee, das lässt du.
Das machen wir so nicht. Da haben wir nämlich ganz wenig Lust drauf. Nachladen, warten, langsam vorgehen. Langsam und sicher. Da oben ist eine Seite. Da oben habe ich gerade eine Seite gesehen. Da hinten ist auch was. So, okay. Zwei Seiten hätten wir gleich. When the dark man's eyes suddenly locked into Serena's, she flushed hot. They ignited a black fire in her. He was talking. He wanted the power turned off. He said something about the projector booth. She hooked a finger under his belt buckle. He grabbed a hold of her throat and twisted until it hurt. Somewhere deep inside, a part of her screamed in paralyzed horror. But the moan that escaped from her throat had no panic in it. Pay attention, he said. Business first. His eyes glittered shamelessly. Hers did too. Ja, und von dem, was ich quasi von der Sexualpädagogik her weiß und gelernt habe, oftmals ist es genau das, was Frauen sich nicht eingestehen wollen und aber halt häufig, man kann es nicht verallgemeinern, ne? Aber häufig nicht eingestehen wollen, aber häufig halt sich wünschen. Wirklich dieses sehr grobe und rabiate. Na, also man kann, ne, von wegen Kuschelsex etc. pp. Ist schön und gut, mag ich zwischendurch auch ganz gerne. Aber auch viele Mädels mögen echt dieses, na, so wegen am Hals gepackt zu werden und tatsächlich so ein bisschen Schmerz. Ich habe eine Bekannte, die sagt, whatever it is you're gonna do is gonna make a difference. This'll end up just like before. Die sagt halt quasi so wegen, also wenn er nicht wirklich, ne, mit Kratzen oder sonst was und das nicht wirklich ein bisschen wehtut, dann hat sie da keinen Bock, dann hat sie keinen Spaß daran. Wo ist jetzt die Seite? Och, da kommen doch schon wieder Leute. Wo ist die Seite? Schnell, ich will die Seite haben. Oh Gott, ich muss hier kurz raus. Macht so keinen Sinn. Wo ist denn der Typ hin? Egal. Einmal die Seite schnappen. Ich weiß, dass sie von da hinten kommen, aber wir müssen uns das einmal anlesen. Konzentrierter Strahl. Der meint jetzt nicht das mit der Taschenlampe, oder? There's more to fighting the Taken than just burning away the darkness that protects them. When I'm fighting for my life, I find myself slipping into a state of intense concentration that makes the beam of my flashlight seem more powerful and focused. I used to think it was just my imagination, something brought on by the adrenaline and fear of death. But now I'm not so sure. I've been touched by powers that I can't begin to truly comprehend. And they've left a mark. I'm starting to think this might be a part of it. Okay, das ist nochmal ein anderer Aspekt, ne? Das ist okay, wir laufen hier jetzt einmal rum. Diesmal falle ich nicht auf das Bier da hinten rein. Wir wollen hier einmal gucken, ob wir hier was finden. Weil uns fehlen hier noch so viele Seiten. Es kann nicht angehen. Da hinten Autoscheinwerfer. Okay, wir sind wieder im Kampfgebiet. Ich will hier einmal hoch vorher. Hier waren wir beim letzten Mal gar nicht, ne? Kann das angehen? Oh, das kann es nämlich gut sein. Ach, liegt da oben drauf, okay. Gleichgewicht. I have changed. I know who I am now. I know that I can write my own fate. Bright Falls taught me that. I know that indulging my weaknesses, giving in to fear and complacency will only drag me down. The Dark Place taught me that. I'm no Zen master. I've not attained enlightenment. But I have learned to let go of the things that I don't need. I know that without that balance within, I become my own worst enemy. Now I strive for equilibrium, and with that,
I'm strong enough to get where I want. Ich mag das. Den Spruch finde ich richtig gut. Ich bin kein Zen-Meister, ich habe keine Erleuchtung erlangt, aber ich habe gelernt, die Dinge loszulassen, die ich nicht brauche. Das ist ein sehr schöner Spruch. Den finde ich gut. Finde ich echt gut. Warte mal, da klingt doch auch noch irgendwas. Ach, geil, eine Armbrust. Aber ich mag die Kombi, die ich gerade habe an Waffen. Die ist super. Mit der Armbrust, denke ich, würde ich nicht so gut vorankommen. Wie ich es gerade tue. Ich laufe mal hier lang. Beim letzten Mal, es war wieder der Projektorraum, ne? Beim Projektorraum würden wir wahrscheinlich den Kampf erledigen. Oh! Ah, Dunkelheit. Ah, scheiße, er hat mich doch noch getroffen. Ah, ich habe ein bisschen Muffe und laufe hier einmal rein. Das gefällt mir generell ganz gut. Und da oben habe ich noch eine Seite entdeckt. Jetzt laufen wir doch wieder ganz zurück. Ja, gut, okay, dann machen wir das jetzt. Komm ich ein. Okay. Ich wusste gar nicht, dass man hier generell hoch kann. Okay. Gut. Uns fehlen nämlich noch genau. Vier Seiten fehlen uns noch. Alice Film! I held the film canister in my hands. I saw her name written across it in big letters, followed by the title. It was a time capsule. Moments snatched from times gone by. From a past that I hoped could also be our future. It was my salvation, our chance to be together. A tin can with a bit of magic in it that she didn't even know about. Something I could put to good use. There were only moments left before I had to face him. Ah, okay, okay, okay. Wo? Okay, hier oben kann ich auch noch überall lang? Hier oben war ich, glaube ich, noch gar nicht drauf. Kann gut sein, dass ich hier dann mehrere Seiten irgendwie nicht gefunden habe, verpeilt habe. Überhaupt, ich kann mir nicht mehr auf die hier hochzulaufen. Schade. Vier Seiten fehlen noch. Wer weiß, ob es nicht... Ob ich die nicht so verpasst habe, dass ich sie gar nicht mehr kriege. Normalerweise standen wir ja immer hier, mit dem Auto. Jetzt sind wir auf der ganz anderen Seite. Ist das da eine... Nee! Das wird doch sonst kein Schwein tun. Wenn du nicht so ein unnachgiebiger Nervbolzen bist, der überall gucken will. Ja, ich such sie gleich. Oh, 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 ich kann hier gar nicht weitergehen. Okay, das ist auch neu. Lass mich hier nochmal gucken. Okay, hier ist auch das Map-Ende. Okay. Map-Enden hatten wir noch gar nicht erreicht. Und Map-Enden schmecken lecker mit Senf. Aber Senf ist gar nicht so gesund, wie man immer denkt, ne? Hatte ich vorher auch nicht gewusst. Hatte ich zu Anfang nicht irgendwie mal gesagt, dass ich versuche, dieses Let's Play ein bisschen ernsthafter durchzuspielen? Miep, miep! Ah, wo? Auf der anderen Seite. Oder? Ja, ja. Dann doch nochmal raus. So, komm, weiter. Alan. Lauf, lauf, Alan, lauf. Bitte gib mich auf. Da vorne. Da wärst du doch sonst nie drauf gekommen. Gut, dass ich das jetzt doch nochmal gerade absuche. Da hinten leuchtet. Ach nee, das war nur.
Nee, nee, alles gut. So, gucken wir uns an. Man, noch zwei. Ach da, der Grenadier. The Taken were always single-minded. They had a certain animal cunning, but they weren't very intelligent. That's one reason why they prefer melee weapons. Actual firearms are too complex for them to use. That's why seeing the one who threw grenades at me surprised me. But of course, they aren't actually grenades. There's no pin to pull, no fuse to set off an explosive, just concentrated darkness. Ja, hat er recht. Stimmt ja. Fliegendes Auto! The clothes I wear now I shaped from dreams and memories. It's an old outfit, originally from the 90s. The last time I wore it was when I was still writing and Alice and I took a vacation in the desert before our troubles began. The night before, we'd been at a party, and I had dressed to the nines. On that lazy day, I put on these old clothes, worn and comfortable. Alice made a joke about grunge. I felt a little embarrassed, but I stuck with them. We were very happy. I'm sheathed in good memories to remind myself of what is at stake. Das ist gut. Habt ihr sowas auch? So Wohlfühlklamotten? Alte, abgeranzte Sachen oder so? Manchmal habe ich das halt, dann zieh ich mir wirklich eine blöde, so eine Wolljogging oder so eine Stoffjogginghose halt an. Na, nicht so eine irgendwie, ne, wasserabweisend, blablabla. Sondern wirklich so eine blöde Jogginghose, einen ganz weiten, weichen Pulli, Sweatshirt eher. Mäuschen! Haben wir hier was? Ah, guck mal. Oh, scheiße, ich hätte erstmal mit dir reden müssen. I'm hoping I can put an end to this now. You'd better. I really don't want that to happen to me again. It's like somebody vomited in my brain, like a sleazy movie that keeps looping in my head. I'll stop this, I swear. You know the part that's really screwed up? If you mess it up, it'll just keep happening forever, right? I don't think I can deal with that. Don't think about that. I don't think of anything but. Hey, afterwards, when all this is done, look me up. This thing, I can probably help you deal with it. I don't know. It's almost like I'm not even in the same world anymore. Everything's just weird now. Vielleicht vergessen sie auch alles yeah, am Ende. A lot of that'll pass with time. But being touched by the darkness, it's rough on you. It's a lot to process. And I just don't want you to get completely screwed up by this. Might be a little late for that, to be honest. Yeah, well, there's degrees. At least you're not at a point where you go around picking fights with people over not changing their light bulbs often enough. What? Never mind. All I'm saying is, you're not alone with this. And anyway, you're friends with Alice, so, you know, any friend of hers. Thank you. Scheiße, ich hätte vorher nochmal mit dir reden sollen. Verdammt nochmal. Ich glaube, ich hätte das vorhin auch nochmal anmachen können, ne? Scheiße, und ich habe unten das Radio auch nicht angemacht, fällt mir gerade ein. Ach, das muss ich nachher machen. Hä? Den Schlüssel brauche ich jetzt aber nicht mehr, oder? Nee. So, nochmal hören, was hier passiert. Hello, folks, and welcome to the third part of our pre-recorded interview with Serena Valdivia. Oh, man. Sound photographer Alice. Alice. So, tell me about the film. It's called Sunrise. And it really wasn't something I ever thought of as an actual film. It was just footage, things I saw and happened to shoot. It's not a medium I'm very much at home with. You shouldn't put yourself down. You've got a great eye. Maybe. But experience is another thing. Because you're primarily a still photographer. Yes, exactly. So I'm really used to thinking of the world in terms of snapshots. I frame something and try to pick the right moment, and then reveal that moment to people. Moving images are a different story. I'm still learning a lot about it, to be honest. So, this is a new thing for you? Or maybe I'm just a slow learner. But showing it like this is definitely a new step for me. It's a little weird taking something this intimate and showing it to everybody. Not that the material you was on Facebook is gehört? Shocking. It's just that those were private moments. But that's why it works. Because it feels genuine. It's not so much a story as it is a sort of an echo. Showing us how you saw your husband at the time. It's not really about the sunrise itself or Alan watching it. It's about you two together. I suppose. It's funny, looking at it now, especially now that it's been edited like that. It takes on a life of its own, almost. It's a kind of a fantasy. Well, there's nothing wrong with that. No, you're right. I'm glad you talked me into it.
Okay, 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 ja, ja. So wie in einem einen Manuskript, das auch schon stand. Dass das zusammengeht quasi nachher. Dankeschön, dass du das getan hast. Hotty. Dachte gerade, da hinten steht jemand. Wäre auch nochmal ein wenig irritierend gewesen. Gerade schön beruhigende Musik und jetzt geht's gleich wieder los. Weiß es doch schon wieder. Ich laufe nochmal hier rum. Gucken, ob ich hier noch was finde. Ich glaube, zwei Seiten fehlen noch. Weiß es gerade gar nicht. Zwei, drei, vier. Die ich eventuell auch gar nicht wieder kriege. Sind das jetzt vier dunkle Brunnen? Kann das angehen? Das wäre, glaube ich, ganz schön scheiße. Oh! So, die sind hin, oder, die Leute? Sehr gut. Haben wir hier noch irgendwie noch mal Licht? Wow. Sehr gut. Na, den muss ich leider einmal erledigen. Alter! Und den letzten, komm schon. Sind die jetzt alle hin? Sehr gut. Aber jetzt wird es nämlich langsam echt ein wenig eng. Ich laufe erstmal kurz da hinten hin. War hier eine Seite oder so? Nee. Wow, 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 wow. Lauf, 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 lauf. Hinter dir ist bestimmt jemand her. Nur einmal kurz hier reinlaufen. Oh, heilen. Ja. Wow, okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Geh kaputt! Strike! Mal gucken, was jetzt kommt. Wir werden hier jetzt noch einmal kurz rumlaufen, beziehungsweise einmal da hinten hin. Die ist ganz kaputt. Wir hatten nämlich diese Fernsehsendung noch nicht gesehen. I've been around for a while now, you know? Well, you've been indisposed, stuck in the darkness. I've been busy. I operate in the shadows, not always literally, you understand? I'm a little more resilient than those I've taken, but I do my best work in the dark. And there's so much darkness out there. It goes deep. And the things that live in it are fast, big bastards. They don't mind getting a little bit of elbow room. All that chaos and madness, it doesn't really do that much down there. It's like pouring a glass of water into the ocean, right? But up here, yeah, you can really make an impact. All they need is someone to bring them all the way through. But first, I had to take care of you, you party pooper. Okay. What? You're stuck in an eternal cycle now. The sun's never coming up for you. Everything else? Do my thing. Getting a bit of quality time with Alice. That's a little something for me. And I deserve it.
Forget it, Kollege, nicht so. Ganz bestimmt nicht. Okay. Nächste Folge geht das hier weiter. Vielleicht dann mit der letzten Folge. Ich weiß es noch nicht. Wir gucken einfach mal. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Winke, winke, ciao. Und tschüss.